Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich bin im Moment auf dem Resteverwerte-Trip und hatte mir, als ich das letzte Mal im Action war, hatten sie vorne an der Kasse diese auseinandergerissen, diesen Nikolaus mit diesen Zuckerstangen drin. Und den habe ich gesehen, der kostete 99 Cent und ich habe gedacht, auch das ist ja total süß, weil diese Zuckerstangen einzeln verpackt sind. Und habe mir überlegt, da musst du mal gucken, ob du da nicht eine süße Verpackung für machen kannst. Ja, und dann habe ich heute ein bisschen rumgetüftelt und rausgekommen ist das. Finde ich total niedlich. Ist nichts Spektakuläres, aber eben man kann wieder Reste verwerten, man kann es an den Tannenbaum hängen, man kann es aber auch auf ein Geschenk machen. Finde ich total süß. Ja, und da würde ich euch jetzt gerne zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar braucht ihr ein Stück Rest. So war es jetzt bei mir. Ich war in meiner Restekiste und habe jetzt hier ein Stück Cardstock rausgesucht. Das ist auch noch nicht mal so dick. Das ist, ja, weiß ich nicht, 160 Gramm hat das, glaube ich, nur. Also das muss aber auch nicht, das habe ich hier auch benutzt, das muss auch nicht so dick sein. Und wir brauchen eine Länge von 17,5. Zu 6,5. Und das falzen wir an der kurzen Seite bei einem halben Zentimeter auf beiden Seiten. Bei einem halben und bei anderthalb. Dieser halbe Zentimeter wird unsere Klebelasche, weil diese Zuckerstange ist ja auch nicht sehr dick. Und das machen wir auf beiden Seiten. Bei einhalb und bei anderthalb. So, und auf der langen Seite falzen wir bei 5 Zentimeter und bei 6 Zentimeter. So, und weil mir das einfacher fällt, mit dem Schneidebrett lange Schnitte zu machen, ihr könnt das jetzt bis hierhin, bis zur ersten Querfalz mit der Schere komplett diese beiden Linien rausschneiden. Ich mache das mit meinem Schneid- und Falzbrett, lege das hier wieder auf diese anderthalb an und schneide dann bis zur ersten Querfalz runter. Ich gucke immer, dann höre ich halt ein bisschen früher auf und schneide so das letzte Stückchen vielleicht noch mit der Schere oder aber eben ne, so, jetzt passt das. Ja, und dann drehe ich mir das halt um und schneide da auch die anderthalb Zentimeter raus. Das Messer steckt noch da, wo es hingehört. Und dann brauche ich jetzt nur diese kleinen Querfalze schneiden. Das ist für mich angenehmer, weil ich irgendwie mit einer Schere nicht gerade schneiden kann. Das kriege ich irgendwie nicht richtig hin. So, auf der Seite, ja, ich muss unbedingt meine Klinge wechseln. Die ist nicht mehr die beste, wie ihr sehen könnt. Aber ich habe da auch so einen kleinen Trick. Ich zeige euch das mal. Ich habe so vom ja, Nagel machen von Ebelin ist das aus dem DM. Da habe ich so einen Block. Und wenn ich schon mal denke, ja, okay, die Schneideklinge ist nicht mehr die beste, aber so schlimm ist es auch noch nicht, dann gehe ich hier mit diesem Block drüber. Und das macht dem Papier gar nichts, weil das eben dadurch, dass es ja eigentlich für die Nägel ist, auch nicht so grob ist. Ja, und dann kann man noch eine Zeit lang mit der Klinge schneiden. Das ist dann nicht so schlimm. Also das geht ganz gut und so mache ich das dann auch schon mal, wenn ich so denke, naja, jetzt schon wieder eine neue Klinge, du musst noch mit Glanzpapier bzw. mit diesem Glitterpapier schneiden und dann behelfe ich mir schon mal so. So, dann schneiden wir diese Klebelaschen einmal ein, hier oben. Dieser halbe Zentimeter, den könnt ihr ganz wegschneiden. So, ja, und dann könnt ihr das auch schon falzen. Das ist wie gesagt ruckzuck gemacht. Und da könnt ihr eben diese Streifen, die schon mal überbleiben vom Kartenbasteln, vom Verpackungen basteln, was auch immer super für nehmen, um diese kleine Verpackung zu machen. Und ich habe ja jetzt einmal hier DSP reingeklebt und habe hier vorne ein Stück draufgesetzt. Das hier geht jetzt bis unten. Das müsste es noch nicht mal. Ich habe jetzt hier auch wieder so einen angefangenen Block ja vom Action. Und da gucke ich mal, da hätte ich jetzt noch von dem das Papier. Ich habe aber auch von diesem welches
Dann würde ich das diesmal vielleicht in dem Ton machen oder ich habe auch hier noch Reste von dem Papier. Wobei ich sehe gerade, die passten, glaube ich, von der Größe ganz gut. Da brauche ich nur ein Stückchen abschneiden. Dann nehme ich jetzt nochmal das. Das passt ja farblich auch ganz schön. Da habe ich noch so viele Streifen übrig. Dann brauche ich jetzt nicht so viel rumschnibbeln. Ja, dann schneide ich mir das DSP jetzt einmal ab. Und zwar brauchen wir einmal 11 mal 3 cm. Sorry. 11. Und die 3 cm hat es. Das habe ich gerade schon gemessen. Und einmal 4,5 mal 3 cm. Hier vorne auf die Klappe. So, jetzt kann es aber weg. Also ich klebe mir das immer ganz gerne vorher auf, zumindest hier vorne, weil diese Zuckerstange, da ist ja jetzt nicht so wie so ein Stückchen Schokolade oder so, dass man dann dagegen drücken könnte. Das finde ich jetzt einfacher, dieses DSP hier vorne schon mal aufzukleben, wenn die Schachtel noch nicht zusammengeklebt ist. Kann man auch noch, ich mache das mit Flüssigkleber, weil dann kann man noch so ein bisschen ruckeln. So, jetzt könnten wir im Prinzip auch schon das einkleben, wobei das auch ganz gut geht, wenn die Schachtel zusammengebaut ist, weil man das ja flach hinlegen kann und dann mit dem Falzbein reingehen kann, um das nachzujustieren. Ja, und jetzt klebe ich halt hier, gucke ich, dass ich überall die gleichen Abstände habe. Das hier auf. Ja, und dann können wir schon die Schachtel zusammenkleben. Und ich finde das super, weil das eben ruckizucki geht. Dann machen wir jetzt hier auf die Klebelaschen ein bisschen Kleber. Das sind einmal diese beiden kleinen und auf diese äußeren Laschen auch. Ja, und dann setzen wir die Schachtel so zusammen. Gucken, dass wir hier schön am Rand das rausziehen und halten das einen Moment fest. Dass das oben und unten alles schön zusammen ist. Und dann kann man hier prima mit dem Falzbein reingehen und das auch ein bisschen festdrücken. Jetzt glaube ich, dass es doch besser gewesen wäre, das drauf zu kleben, bevor man das DSP draufklebt. Das war jetzt eigentlich dumm, stelle ich gerade fest, weil natürlich das auf diesem DSP nicht so gut hält. Ja, also alles zurück auf Anfang, klebt erst die Schachtel zusammen und klebt dann zumindest dieses später ein, weil jetzt sieht man da drin auch die Klebekanten. Das ist ja gar nicht so schön, aber wie gesagt, das ist jetzt, also meine Empfehlung, alles zurück auf Anfang, klebt das DSP erst ein, wenn die Schachtel zusammengeklebt wird. Weil wie gesagt, ihr seht ja hier, man kann da prima reinstreichen, aber man, jetzt sieht man hier ja jetzt diese Klebelaschen, die sieht man hier jetzt nicht, weil ich das DSP da drüber gesetzt habe. Ist einfach schöner, glaube ich. So. Das war das. Dann habe ich irgendwann mal beim großen A diese ganzen Kreise gekauft. Ich arbeite ja sehr gern mit Handstanzen, aber da fehlt mir genau diese eine 1 Zoll Handstanze. Und dieses kleine Scheißerle hier, dieser kleinste Kreis aus der Verpackung, der passt genau auf dieses Teil. Und dann nehmen wir dann einfach ein Reststück, habe ich hier liegen. Muss ich noch ein Stück abschneiden von, damit die durch meine kleine Schanzmaschine passt. Die nehme ich ganz gerne, wenn ich eben nur so kleine Sachen habe, die ich mal eben ausstanze. Dann ist mir das lieber, als immer diese riesen Big Shot auf dem Tisch zu haben. Die lasse ich hier stehen und die habe ich dann immer griffbereit. Für so kleine Sachen geht das auch wunderbar. So, dann kann die Stanze auch weg. Dann habe ich das geinkt. Ich habe jetzt hier von Stampin' Up, das ist das Glutrot, das Stempelkissen. Und dann habe ich hier meine, das ist eine Box, die ist aus dem Teddy. Und da passen die prima stehend rein, meine Fingerschwämmchen. Und da habe ich dann den Rand mit geinkt ein bisschen, weil ich das ganz schön fand, als den so plan einfach nur das Weiß da drauf zu machen. So, das war es auch schon.
Dann das schon wieder weg. Und dann brauchen wir, habe ich jetzt hier ein Stempelset. Das habe ich mir, ich meine mal, bei June gekauft. Und da habe ich gedacht, auch zu diesem DSP passt ganz schön hier dieser Stern. Der passt auch von der Größe prima auf diese 1-Inch-Kreisstanz, auf dieses Stanzteil. Dann nehme ich mir dann ein Stück Papier. Jetzt haben wir hier auch einen Stempelblock. Und dann stempel ich das einmal ab. Man könnte jetzt, wenn man hat, auch einen süßen kleinen Spruch nehmen, aber so einen kleinen Spruch habe ich nicht. Und darum habe ich gedacht, tut es diese kleine Eisblume auf. Hier habe ich sie aufgeklebt mit so kleinen Abstandshaltern vom Action. Moment, die habe ich nicht zurückgelegt. Ja, das ist ja so eine Packung, da habt ihr ja drei verschiedene Größen und ich habe jetzt im Prinzip die mittlere Größe genommen. Hier sind die ganz dicken und das sind so ganz flache und ich habe jetzt hier diese mittlere genommen und da habe ich jetzt zwei Stück. Die machen wir jetzt hinten drauf. So. Ziehen wir das ab, können das auch weg, setzen das Sternchen hier drauf. So, bei dem habe ich jetzt die Ecken abgerundet und habe auch noch mit dieser Stanze hier diese Blüten ausgestanzt. Das würde ich jetzt noch nicht mal machen, glaube ich. Ich würde jetzt einfach nur die Ecken abrunden. Das ist ja hier so eine Trio-Stanze von Stampin' Up. Die ist ganz schön, wobei ich das hier gemacht habe mit dem Envolo-Punchboard. So, und dann habe ich ja hier, ich habe auch die Crocodile, aber wenn ich jetzt hier nur so ein Loch punchen muss, da hole ich die nicht raus, gucken, wo die Mitte ist, ein Löchlein reinmachen. Dann habe ich hier aus dem Action auch die Bäckerkordel. Da schneide ich mir ein Stück ab. Fummel das so durch. Noch eine Schlaufe. Dann kann man oben den Knoten machen. Und wie gesagt, entweder ihr macht dann da jetzt, dann kann man das oben auch noch abschneiden. Entweder ihr legt es auf ein Geschenk oder befestigt es auf ein Geschenk oder aber auch, um in den Tannenbaum zu hängen. Also ich finde es total witzig. Ich finde es total schön. Ja, und das ist meine kleine zweite Idee heute zur Resteverwertung. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.